Moin moin, mal wieder aus dem Bushcraft Camp. Wir haben uns heute einen schönen Tag ausgesucht. Es ist nettes Wetter, so um die 14 Grad, also gute Temperaturen auch zum Arbeiten. Wir haben uns einiges vorgenommen. Natürlich weiter die Schlafgrube sozusagen, begradigen, weiter aushebeln etc. Dann wollen wir da einen kleinen Hanggeröllschutz hinbauen, das heißt einen riesigen Baumstamm dahin tun, ne? Damit man ein bisschen geschützt ist von oben vor irgendwas herunterfallenden. Und dann wollen wir auch noch eine Feuerstelle machen. Wir wollen ein Feuerholz-Shelter bauen und dann würde ich auch noch ein kleines Feuer an sich gerne machen. Mal sehen, was wir davon schaffen, aber da haben wir uns auf jeden Fall einiges vorgenommen. Ich war schon mal alleine vor kurzer Zeit hier und habe schon mal ein bisschen herumgearbeitet. Das heißt, ich habe hauptsächlich gebuddelt, dann habe ich einen großen Stamm gesägt etc. Das seht ihr aber auch alles gleich noch. Also viel zu tun, viel vor in der Folge, viel Spaß dabei. So, die Länge ist abgemessen, 4 Meter, da geht's ans Sägen. Ein Problem, was ich eben gerade schon befürchtet hatte, ist, dass der Baumstamm da natürlich auf der Schräge nicht einfach so liegen bleibt. Ich meine, der deckt sich ja auch nicht. Scheiß auf Schwerkraft. Nee, der will runterrollen, logischerweise. Das heißt, wir müssen Gegenpfosten da installieren. Da muss ich mir mal ein paar Gedanken machen, wie ich die dauerhaft installiert bekomme. Weil wir wollen das Ding ja nicht nur ein bisschen da halten, sondern wir wollen das ja über Wochen am besten, vielleicht sogar Monate, da so halten können. Ja, immer wieder neue Herausforderungen. Na, hier ist die Schneise, von der du gesprochen hattest, ne? Das erinnert mich an so einen Jurassic Park Film, weißt du? Wo man nicht sieht, was unterm Fahren ist. Wir sind auf der Suche nach Steinen. Und zwar gibt es hier am Waldrand, ne, ein paar Felder. Und die Landwirte wollen natürlich die Steine nicht auf ihren Feldern drauf haben. Das heißt, für eine kleine Feuerstelle finden wir hier bestimmt ein paar Steinchen, die wir uns nehmen können. Das nenne ich mal Überbelichtung.
So, wir haben ein paar Steine gefunden. Jetzt bin ich steineschwanger. So ein Bauch trage ich vor mir her. Bringen die zurück und dann bauen wir uns eine kleine sicherheitsgerechte Feuerstelle bei unserem schönen kleinen Buschkraftcamp. Ich habe zugenommen. Ja. Ich glaube, so müssen sich schwangere Frauen fühlen. Ja, so drei Kilo hier. Da machen wir jetzt unsere kleine Feuerstelle hin. Dafür hole ich nochmal den Spaten, damit wir da ein bisschen das Gekröse beiseite räumen und so weiter. Und dann werden wir das Ganze schön einrahmen. Es ist ein magischer Kreis. Ja, ich würde sagen, das sieht nach einer guten, hübschen, sicheren Feuerstelle aus. Da können wir doch ganz beruhigt ein bisschen Feuer machen, ein bisschen drumherum noch das Laubgeäst wegbringen, damit keine Funken rüberspringen können, ne, damit sich da nichts entzündet. Und ansonsten würde ich sagen, top. Besser geht's kaum. Das hier ist mein angesägter Holzpflock. Den versenken wir jetzt schön in den Boden rein, möglichst tief. Mal sehen, wie wir das am besten hinbekommen, damit der dann sozusagen den Baumstamm davon abhält, runterzurollen. Machen wir jetzt. Hier so, ne? Ich wiege ja einiges. Vielleicht müssen wir da ein kleines Loch buddeln. Da unten ist doch Stein. Hier ist ein Bunker drunter. Ja, ne? So, Plan, Flöcke in den Boden zu rammen, ist gecancelt. Aus einem ganz einfachen Grund. Das wusste ich vorher nicht, aber im Boden sind ganz viele Steine unten drin und man kriegt die Flöcke gar nicht weit genug im Boden, sodass es stabil genug wäre, um da den Stamm hinzulegen, weil der das gar nicht halten würde, weil die Dinger fallen halt einfach um, so. Ja, wird halt nichts. Jetzt habe ich einen anderen Plan ausgetüftelt, der mindestens genauso brillant ist wie der davor. Und zwar, wisst ihr ja, der Baumstamm hier, ne, der hier einmal längs geht, den will ich da oben ankeilen, sodass der hier quer rüber steht. Dann kann man zwischen diesem Baum und den dann quergestellten Baum da drüben immer einen Tarp abspannen und so dort unten, wo man ja da mit dem Kopf liegt, sich mit dem Tarp oder was weiß ich, man kann ja auch mal eine Baumwollplane, wenn man möchte, holen oder sonst was in der Richtung, schützen, damit den Hang, den wir da haben, sehr viele Zeigemomente habe ich gerade im Video, dass da nichts runterrollt einem des Nachts ins Gesicht. Ne, das will man ja nicht. Und ich glaube, das machen wir jetzt und das ist eine ordentliche Schlepperei. Suchen wir jetzt zwei Pfosten, die ungefähr
So, wie der Schlafplatz schon mal grundlegend aussehen soll, haben wir mal ein bisschen mit dem Tarp-Abspannen uns hier angeguckt. Das funktioniert noch nicht so toll, weil der Boden nicht so gut ist und wir mehrere Abspannpunkte eigentlich brauchen und so weiter und so fort. Aber an sich kann man so schon mal ahnen, wie es ungefähr werden soll. Ne? Da unten sozusagen der Hang und da drin schlafen, so mit den Füßen nach hier und dem Kopf nach oben. Und da muss man nur eine Möglichkeit finden. Ich werde noch mal ein bisschen Paracord neu besorgen, weil es mir langsam ausgegangen ist. Das Tarp deutlich besser zu spannen, weil jetzt spannt das durch. Dann werden wir wahrscheinlich noch einen Pfosten für hier vorne besorgen, damit man das so hochspannen kann. Und dann hat man auf jeden Fall, ja, für, ich würde sagen, 3 Personen können dann da pennen im Prinzip. Muss man natürlich gucken, wie wie bequem man es gerne hat. Ja, das mit dem Tarp ist gerade so eine Sache. Das müssen wir noch mal gucken. Das ist leichter an Bäumen aufzuspannen als in so einer brüchigen Erde. Aber im Prinzip so wie es da ist, ne? Nur halt vernünftig gespannt. In die Nähe von unserer Feuerstelle wollen wir jetzt ein kleines Mini-Shelter für Feuerholz hinmachen. Damit das vielleicht vom Regen ein bisschen geschützt ist, ja, damit das nicht völlig durchmodert, durchnässt. Und dafür wollen wir den Stamm hier benutzen. Da stehen schon 2 Äste, der eine wird benutzt, dann wird das so schräg gemacht. Und dann packen wir die ganz viele drauf, dichten das Ganze ab. Aber das seht ihr gleich. Ich brauche Schnur. Das ist natürlich biologisch abbaubare Schnur, ja? Das ist kein Plastikgedöns oder so. Wir wollen nichts in der Natur hinterlassen, was da niemals wegkommen wird. So, der erste Arbeitsschritt ist gemacht. Das heißt, hier schön angelehnt, kann man das sehen. Und jetzt müssen wir natürlich, damit das halbwegs wasserdicht wird, noch schön Füllmaterial, kleine Äste draufschmeißen, dann vielleicht ein bisschen Farn und dann noch ein bisschen Laub, sodass das einigermaßen abgedichtet wird. Moos haben wir jetzt hier in großer Zahl leider nicht. Auch keine großen abgestandenen Rindenmulche oder was weiß ich in der Richtung. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen improvisieren mit dem Füllmaterial, aber dann wird das schon hübsch. Das ist jetzt das kleine Holzshelter. Wir könnten es natürlich auch als kleine Hundehütte benutzen, aber hier soll dann das Holz einigermaßen geschützt drin sein. Und ich werde jetzt noch mal ein bisschen was rausholen an Material da, damit noch mehr reinpasst, ein bisschen in der Tiefe. Und dann tun wir natürlich Holz rein und sind glücklich, würde ich sagen. Dann zeige ich euch das Shelter doch noch mal in der Nahansicht, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Vor allem haben wir heute auch einiges geschafft.
Was man auf jeden Fall nochmal machen kann, ist ein bisschen, wenn Laub runterkommt, ne, wenn es richtig den Herbst einsetzt, nochmal ein bisschen besser abdichten sozusagen. Vielleicht finden wir auch unterwegs ein bisschen Rindenmulch, irgendwas in der Richtung. Aber an sich bin ich schon mal sehr zufrieden. Marc ist jetzt schon aufgebrochen. Ich mache mir nur noch was Kleines zu essen. Und dann ist auch für heute langsam Schluss mit dem Bushcraft-Camp-Tag. Ich bin zufrieden. Wir haben ordentlich was geschafft. Und jetzt lasse ich mir nach getaner Arbeit was schmecken. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, dann wollen wir nächste Woche das erste Mal richtig draußen pennen in Bushcraft Camp. Wir haben ja hier in der Nähe schon mal draußen gepennt. Ich sowieso mehrmals, aber dann wollen wir sozusagen ein Bushcraft Camp Übernachtung machen. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Mit dem Bushcraft Camp geht es natürlich immer weiter. Ich bin sehr stolz, das nimmt langsam richtige Form an. Wunderbar, genauso soll das sein. Ich hoffe, ich habe dich damit ein bisschen unterhalten. Wenn du Lust hast, schreib mir doch einen Kommentar unten rein. Oder was auch immer dir einfällt. Natürlich findest du wie immer Links, die du vielleicht suchst, unten in der Videobeschreibung. Einfach mal nachgucken. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Natürlich zu Bushcraft-Thema, ne? Was auch sonst. Ansonsten sage ich, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.